Besondere, Experten von außen zu treffen, ist einfach, dass es kein trockenes Wissen aus dem Buch, aus der Zeitung, sonst wo ist, sondern das sind lebende Menschen, die für die Sache, die sie machen, auch stehen, vielleicht auch dafür brennen und einen ganz anderen Einblick geben können in dieses Sachgebiet. Es ist unser Ziel, Schüler zu Mitwirkung, zu verantwortungsbewussten Handeln zu erziehen. Und das kriegen sie am besten hin, wenn sie aus erster Hand von Experten, ich sag mal, über den schulischen Tellerrand hinwegblicken. Für das Bildungssystem ist es wichtig, Experten in die Schule zu holen, um diese Isolation einer Schule zu durchbrechen. Die Schüler lernen nicht für die Schule, für die Lehrer, sondern sie merken, das hat wirklich etwas mit der Welt um sie herum zu tun. Und das, was sie hier lernen, das wirkt nach außen. Ziel ist es dabei auch, diesen Schülern so viel Selbstbewusstsein mitzugeben, dass sie auch in der Lage sind, selber auch nachher aktiv zu werden und Ideen zu entwickeln. Was können wir machen, um im Bereich der Nachhaltigkeit Erfolge nachher auch zu haben? Den Nutzen, den die Experten haben, kann ich natürlich jetzt nicht stellvertretend sagen. Wenn ich Expertin wäre, würde es mir Spaß machen, mit jungen Leuten zu sprechen. Wie denken sie? Welche Fragen haben sie? Und was kann ich ihnen vielleicht auch vermitteln, was mir wichtig ist aus meinem Bereich? Das ist einfach spannend. Das ist mal was anderes. Das ist ein Durchbrechen des Alltags auch. Was nicht zu vernachlässigen ist, ist diese Netzwerkbildung. Das Informelle, was bei solchen Treffen immer wieder vorkommt, ist ja, dass man sich verabredet. Man lernt sich kennen und plötzlich entstehen Netzwerkverbindungen, die man vorher gar nicht kannte und die wirklich nutzbringend für alle sind.